this wound I'm speaking of. There ain't no cure. Doris, weißt du, was mit dir los ist? Du wirst nie zufrieden, Doris, nie! Dabei hast du doch, was du willst. Merkst du das nicht, Doris? Nein, das merke ich nicht. Wenn ich hätte, würde ich schon merken, du Holzklotz! Doris! Doris, was soll das denn? Das war's, Doris. Diesmal bist du zu weit gegangen. Wo ist mein Revolver? Sag schon, Doris, wir passen nicht zusammen. Geh doch zu deinen Bräuten, wenn die dir besser passen. Ich weiß schon, die machen dich mehr an als ich. Doris. Punkt 1, es gibt keine anderen Frauen. Und zweitens, wenn es welche gäbe, dann wüssten sie, dass ich mit jemandem zusammenlebe, den ich liebe. Oder geliebt habe. Ich danke Gott auf den Knien dafür, dass ich dich nicht geheiratet habe. Oh ja, Doris, ich auch. Du hättest mich schon auf der Hochzeitsreise umgekrempelt. Und bei einer D. Wo ist mein Hut? Harry! Was? Krieg ich keinen Abschiedskuss? Ja. Geh nicht dran, Harry. Könnte wichtig sein. Aber beeil dich, ja? Ja? Dobbs Agency. Ja, Harry Dobbs. Ich brauche Ihre Hilfe. Ja, dafür bin ich da. Wer ist das? Ein Auftrag. Sie kennen doch das Blue Danube. Aha, ja. Ich hab die Adresse hier. Aha. Wir uns dort treffen? Ja, ich bin gleich da. Wie sehen Sie aus? Ich bin mittelgroß, mittelschlank. Gibst du, das ist ein Weib! Wie hoch ist Ihr Honorar, Mr. Dobbs? Das wollten Sie. Wir berechnen eine Grundgebühr von $500, wenn es irgend geht, dann Cash. Ja, Cash, wenn es geht. Ah, ja. Du mieser Bock! Was denn? Ein Schuss. Nein, das war ein Auto auf der Straße. Ja. Sag ihr, dass du mich liebst. Los. Doris. Mein Name ist Gwendolyn Dolan. Ich verstehe. Sehr schön. Ich komme sofort. Ich bin gleich bei Ihnen, Miss Dolan. Ja, Madam, danke. Doris, bist du verrückt geworden? Das hätte mich den Auftrag kosten können. Miss Dolan? Raus! Hopst doch gleich in ihr Bett, du Waschlappen! Und lass dich hier nie wieder sehen! Hey, nicht aus dem Gang! Ruhe, kapiert? Ja, sie sind ja ein Psychopath! Und sie auch! All the rotten chips are climbing through the sky. Holy books open wide. The doctor's working day and night. But they'll never, ever find that cure. Mademoiselle Dolan, bonsoir. Bonsoir. Oh, quel privilège. Vous êtes splendide. J'espère que la table vous conviendra, madame. Un certain monsieur Dobbs vous attend. Il dit avoir rendez-vous avec vous. Ici. Je peux vous débarrasser de votre fourrure? Ce n'est pas nécessaire. Vous prendrez... Manhattan dans une coupe de champagne. Bien, madame. Also, worum geht es, Miss Dolan? Um etwas, das mir noch niemals passiert ist, Mr. Dobbs. Harry, wie darf ich das verstehen? Sie sollen für mich einem Mann folgen. Er darf natürlich nichts... Natürlich diskret, ich verstehe schon. Mein Leben hängt davon ab, Mr. Dobbs. Und warum soll ich den Mann beobachten? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Bitte. Ich weiß, dass man Ihnen vertrauen kann. Das haben Sie gehört? Es steht im Telefonbuch, Ihre Annonce.
Bitte, Mr. Dobbs. Ich habe nicht viel Zeit. Ich gebe Ihnen $2,000 plus Spesen, wenn Sie Rick einen Monat lang beschatten. Er kommt in dieses Restaurant. Heute noch. Ach, toll. Ich erwarte ihn gegen 9. Until you learn the meaning of the blues. Sagen Sie ja. Ich wohne im Hotel Saint-Simon. Ich will wissen, wer sie ist. Sie. Nicht bei ihm zu leben, ist sehr schwer für mich. Und mich zu fragen, wann bin ich dran? Das ist ein tödliches Spiel. Es macht mich sehr unglücklich und ist nichts für mich. Ich war immer ein glücklicher Mensch. Er ist so groß wie Sie und sein Haar ist hell wie Sand. Er ist gut gekleidet und er trägt eine Brille. Und er duftet sehr angenehm. Da bin ich ja erleichtert. Er wird Ihnen bestimmt gut gefallen. Aber er ist gefährlich, ich warne Sie. Und sein Name? Wo wohnt er? Was fährt er für einen Wagen? Die Zulassungsnummer wäre wichtig. Gefährlichen. Februar. Beginn der Recherche. Er verlässt das Blue Danube gegen 21.30 Uhr in Begleitung einer weiblichen Person. Ich würde gerne im Battery Park spazieren gehen, okay? Woher kennst du das? Ich war noch nie hier. In einem Wagen mit dem Kennzeichen 475T3VV. Thank you.
Geh schön schlafen. Komm. Ein verheirateter Mann. Hotel Saint-Simon? Miss Dolan, bitte. Miss Dolan ist nicht auf ihrem Zimmer. Sind Sie sicher? Ja, soll ich eine Nachricht hinterlassen? Nein, nicht nötig, danke. Herr Chester, Ma? Oh, Tatsache, ist das alles, ne? Hören Sie, dieser Mann, der gerade mit seiner Frau hier drin war, den... Wir waren zusammen in der Army, glaube ich, aber ich kann mich täuschen. Er hatte lange Haare, wenn ich nur wüsste, wie er hieß. Meinen Sie Mr. King? Mr. King? Ah, nein, war wohl nichts. Vorsicht auf der Straße, ja? Immer schön gucken. Kriegen wir kein Küsschen? Schön aufpassen in der Schule. Hm? Bye, Dad. Bye. Bye. Vor allem in Mathe. Wir sehen uns heim. Bye, Susan, danke. Händchen. Ihr Freund Rick lebt unter dem Namen Frederick King. Haben Sie ihn auch richtig erkannt? Gut genug. Und Sie? Hören Sie, Miss Dolan, verzeihen Sie, wenn ich offen bin, bitte. Aber... Ich mag Offenheit. Ich meine, der Fall liegt doch völlig klar, nicht? Frederick King ist glücklich verheiratet, Miss Dolan. Hat er Sie nicht gesagt? Nicht gesagt was? Ich stelle Ihnen gern nur die Grundgebühr in Rechnung. Ich bezahle auch das Essen hier. Die halbe Grundgebühr, wenn Sie darauf bestehen. Ich möchte, dass Sie ihm weiterfolgen. Vertreiben Sie doch den Kerl aus Ihrem Herzen. Mr. Dobbs. Harry. Solange ich weiß, was Rick tut, habe ich noch ein Herz. Jill, das Essen holen wir ein andermal nach. Ich bin nicht frei heute Abend. Daddy, die Katze ist da.
Danke, Mr. King. Flug 2495, Gate 90. Danke. Ich habe denselben Flug wie dieser Gentleman. 2495. Ja. Haben Sie ein Ticket? Nein, ich kaufe eins. Hin und zurück, bitte. Ja. Orangensaft für Sie. Bitte. Möchten Sie etwas trinken? Yes, sir. Nein, ich werde vielleicht ein paar Tage lang nichts von mir hören lassen. Ich bin viel unterwegs. Du fehlst mir ja auch, Thomas. Ja. Die nächsten beiden Monate werden sehr schwer für uns Kleines, aber dann... Calva, geht das in Ordnung? Klar geht das in Ordnung. Na dann los. Aufwachen. Sehen Sie das blau-weiße Taxi? Ja. Folgen. Okay. Aber nicht zu dicht. Ich hatte mal einen Kunden, mit dem musste ich auch hinter so einer Taxe her. Oh Mann, das war vielleicht ein Ding. Ja, wieso? Ich habe mich als Häftling in einer gottverlassenen Gefängnisfarm wiedergefunden und meine dritte Frau kennengelernt. Sie war Diätköchin in dem Knast. Hey, alles klar? Alles klar, Jimbo. Und du? Bestens, Iron. Wieder da? Ja, gut, dich zu sehen. Wie geht's den Kindern? Liebe deinen Freund. Du brauchst dich ja dann. Du kannst ihn gleich mit nach Hause nehmen. Sieh dir mal an, was wir gemacht haben. Die Hinterachse ist... Geben Sie mir eine Quittung. Ich soll nicht auf Sie warten? Die Quittung bitte. Beim letzten Kunden, den ich herausgefahren habe, musste ich warten. Aber das ging auf Spesen, glaube ich. Das sieht man den Typen sofort an. Er hatte so einen komischen Schnurrbart. Ich hab's mir überlegt. Sonst verirren Sie sich noch. Verirren? Ich rühre mich nicht vom Fleck. Doch, Sie folgen dem Pritschenwagen. Sie wollen zu der Farm da. Ich kann Sie auch runterfahren, kein Problem. Na, ich, darf ich auch mal was sagen, bitte? Ich komme wieder.
ein Mistkerl. Geben Sie her, der Rest ist für Sie. Nur noch unterschreiben, sonst erkennt das Finanzamt Sie nicht an. Ah, ja. Ihr Zimmer liegt ganz da unten. Okay. Ja, Kitty, 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 Kitty. Jo, Kitty, 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 Kitty. Jo, Kitty, 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 Kitty. Ich brauche ein Zimmer. Wohin willst du? Ich gehe. Du gehst? Machen wir es kurz, Larry. Ich kündige. Wie meinst du das? Schicken Sie mir das Geld telegrafisch. Ich brauche noch zwei Tage. Ich habe das Gefühl, Sie verheimlichen mir etwas, Mr. Dobbs. Ich habe Ihnen alles gesagt, was ich weiß. Er ist zu Besuch bei jemandem auf einer Ranch. Gibt es eine Frau auf dieser Ranch? Ich finde das nicht fair. Wir warten auf eine Erklärung, Larry. Eine Frau und ein Kind. Was sagen Sie dazu? Wir wollten auch einmal heiraten. Sie wollte nicht die Frau eines Bigamisten sein. Nein, Larry, das stimmt nicht. Ich habe ihn geliebt. Naja. Lassen Sie ihn keine Minute aus den Augen, Mr. Dobbs. Es wäre schade um Sie. Ich werde dran denken. Rufen Sie mich morgen wieder an. Ich warte. Sehr gut. Und ich warte auch. Du hast alles zerstört. Ich selbst auch. Und mich. Zimmerservice, bitte. Hallo? Hallo, Doris. Harry! Oh, wo bist du? Hey, das hört sich an, als hättest du eine Party. Nein, ich höre nur ein bisschen Musik. Ah ja, und mit wem? Mit ein paar Freunden. Hey, mach mir noch einen Highball, ja? Worauf willst du hinaus, Doris? Soll ich meinen Job vergessen? Ich will auf gar nichts mehr hinaus, Harry. Ich bin aufgewacht. Und mit jeder Stunde, die vergeht, sehe ich besser. Kostet 250. 175. 250. 200. 250. Vorschlag. Ich gebe Ihnen 150. Fahre Ihnen ein paar Tage. Und wenn ich fertig bin, können Sie ihn wieder haben. Wie finden Sie das? Oh, Sie meinen Mieten? Ganz recht, Mieten. Ich habe keine Autovermietung. 250. Danke, Kleines. Hast du Mom geholfen? Ja. Howdy. Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen? Na ja, ich muss mich verfahren haben.
Wo soll's denn hingehen? Ach, gute Frage, wenn ich das wüsste. Mein Wagen steht da oben. Ich hab ihr Haus gesehen. Hey, Ellen! Ist was? Nein, nichts. Vielleicht kann ich Ihnen zeigen, wo es hingehen soll. Wo kommen Sie denn her, bitte? Calver. Mhm. Durfte ich Ihr Telefon benutzen? Ich zahle natürlich dafür. Seien Sie nicht albern. Kommen Sie. Danke. Er ist noch zu jung. In einem halben Jahr vielleicht. Ich bringe den Jungs nur noch das Essen. Herr Art, wollen Sie auch was essen? Ich mache Ihnen gerne was zurecht. Nein, nein, danke, ich hab's eilig. Eine Tasse Kaffee vielleicht. Natürlich. Hi. Na los, wer zuerst da ist. Okay. Das Telefon ist hier gleich um die Ecke. Danke. Wie heißt du? Harry. Und wie noch? Harry Johnson. Harry Johnson? Ja, genau. Du bist nicht von hier. Nein, ich bin nicht von hier. Ich will hier nur telefonieren. Telefoniert. Schatz, du malst schön weiter, ja? Süß. Merle, ich bin's, Harry Johnson. Ja, ich hab mich verfahren. Können Sie mir sagen, wo ich hier bin? Crooked River Ranch, Northwest Prairie Road. Es ist eine Farm, Crooked River Ranch, Northwest Prairie Road. Wirklich? Wirklich? Ah, ja. Aha. Ja. Aha. Danke für das Wasser, Mrs. McGraw. Gern geschehen, Art. Ich will 300 Kisten Metall und 200 Plastik. Gut, danke. Bye. Wissen Sie jetzt, wo es lang geht? Oh ja, danke. Wenn ich sowas hätte, dann wäre ich der glücklichste Mann auf der Welt. Ja, aber das kostet viel Kraft, Mr. Johnson. Das weiß ich. Und doch, es bringt die Menschen einander näher. Finden Sie nicht auch? Hallo. Hallo. James McGraw. Johnson, Harry Johnson. Freut mich. Mich auch. Ich sagte Ihrer Frau gerade, was für ein gesegnetes Fleckchen Erde Sie hier haben. Ich bin im Ösengeschäft. Sie wissen ja, diese kleinen runden Dinger aus Plastik und Metall. Ja, und ich weiß, was eine Öse ist. Ah ja? Ja. Die meisten wissen es nämlich nicht. Haben Sie Ihren Anruf erledigt? Ja, ich danke Ihnen und Ihnen für den wunderbaren Kaffee. Gern geschehen. Bye. Tschüss, mein Mädchen. Ich liebe dich, Kleines. Wir sind hier auf der ersten Spielbahn im Habertown Golf Club von Hilton Head im schönen Carolina. Harry Dobbs bei seinem Abschlag. Ei, der ging ins Rough. Aber mit der ersten Spielbahn hatte Dobbs schon immer Probleme.
You don't know what love is until you learn the meaning of the blues. Until you love the love you had to lose. You don't know what love is. You don't know how lips hurt. Ja. Ja, es ist schwer, Kleines. Ich weiß, wie schwer es ist. Aber wir müssen da zusammen durch. Ich meine, ich mache hier nur noch ein paar Jahre in diesem Stil weiter und danach fängt für uns ein ganz neues Leben an. Ja, aber ich muss jetzt weiter, Kleines, okay? Ich liebe dich. Bis bald. Jim, läuft's? Ja. Noch einen Kaffee? Den Cheeseburger können Sie gleich mitnehmen. Moment noch. Mich schaffst du nicht, Jim. Zum Wohl. Cheers. Wir haben dich vermisst. Ich habe euch auch vermisst, Kelle. Wie lange bleibst du diesmal hier? Ich brauche für ein paar Monate nicht mehr weg, außer vielleicht für ein, zwei Tage. Und deine andere Farm läuft genauso gut wie die hier? Ich habe das Weideland und die Viehbestände verdoppelt. Wir sehen uns, Kerl. Mach's gut, Jimbo. Iron. Danke, der blöde Motor hat sich in seine Bestandteile aufgelöst. Nehmen Sie mich mit? Ich meine, wo wir beide schon mal im gleichen Motel wohnen. Handbuch der Liebe. Raus. Ich bitte Sie, worauf wollen Sie raus? Hören Sie, ich bin hier, um Freunde zu besuchen. Und ich habe Sie in zwei Tagen dreimal gesehen, ohne dass ich weiß, wieso. Vielleicht haben wir gemeinsame Freunde. Noch ein Wort und Sie fliegen raus. Und wärmsten Dank. Ich würde gern mal mit Ihnen über Ihr Buch diskutieren. Telefon für dich, Doris. Oh, danke, Mario. Ja, hallo? Hallo, Miss Kramer, hier ist Stella. Ja. Ja, stell mal die Musik leiser. Ich warte schon auf Ihren Anruf. Also, was haben Sie rausgefunden? Das, was er Ihnen erzählt hat, stimmt. Moment, darf ich mal? Er hat einen Auftrag. Bitte. Und er sieht Sie jeden Tag, nicht? Nein, nur wenn er in der Stadt ist. Haben Sie mit ihm gesprochen? Ja, aber das war nur Zufall. So, und worüber? Gar nichts, nichts wirklich. Er hatte eine Panne und da habe ich ihn mitgenommen.
Das war ziemlich dumm von Ihnen, finden Sie nicht? Es war unvermeidbar. Ach ja? Und was war sonst noch alles unvermeidbar? Was wollen Sie damit sagen? In Ihrer Detektei hieß es, ich könnte Ihnen vertrauen. Hören Sie, in diesem Ton rede ich nicht mit Ihnen, Doris. Eine Frau käme besser an ihn ran, haben die gesagt. Jetzt weiß ich, wie das gemeint war. Ich will mein Geld zurück. Wir sollten das Gespräch abbrechen, okay? Wenn Sie mich loswerden wollen, das Recht dazu haben Sie. Genauso wie ich jetzt das Recht habe, mich schlafen zu legen. Solange Sie wollen, weil Sie abserviert sind. Abserviert ist ja toll. Was mache ich noch? Ja, Miss Dolan, bitte. Miss Dolan ist abgereist. Was? Miss Dolan ist abgereist, Sir. Hat sie eine Nummer hinterlassen? Nein, Sir, tut mir leid. Danke. Muss das unbedingt. Wer ist da? Mr. Dobbs. Oh, Miss Dolan. Rick hat angerufen. Ich habe solche Angst. Bitte kommen Sie zurück. Sie sind aus diesem Hotel ausgezogen. Ja, weil er mich bedroht hat. Jetzt wohne ich im Devonshire unter dem Namen Phillips. Wenn er mich findet, wird er mich töten, Mr. Dobbs. Harry, keine Angst, er kann nicht vor mir da sein. Interessieren Sie sich noch für seine zweite Frau? Was sagen Sie da? Eine zweite Frau? Hören Sie, ich erzähle Ihnen das morgen, wenn ich bei Ihnen bin, okay? Ja, das ist sehr rücksichtsvoll von Ihnen. Danke, Mr. Dobbs. Harry. Gute Nacht. Sie sitzen auf dem falschen Platz. Und Sie schulden mir eine Erklärung. Was ist hier los? Ich weiß überhaupt nicht, wovon Sie reden. Ich finde schon raus, für wen Sie arbeiten. Und es würde mich bekümmern, wenn es sich um McGraw handelte. Oder King. Wollen Sie mir drohen? Sagen wir so, was ich mache, das mache ich richtig. Das merke ich. Was wollen Sie damit sagen? Dass Sie nicht den nötigen Abstand halten, Mr. Dobbs. Weil ich in seinem Haus war, meinen Sie das? Sie täuschen sich. Das war nämlich ein ausgesprochen brillanter Ausfallschritt. Hm. Abstand halten, ausgerechnet Sie. Sie haben doch den roten Superluxusschlitten gemietet, hm? Und mich auch noch mitgenommen. Nein. Ein grober Schnitzer. Das war unvermeidbar. Und jetzt haben Sie viel Freizeit. Verschwinden Sie, okay? Bringen Sie uns zwei Bloody Mary, okay? Ohne Eis und Saft, bitte. Hören Sie, Mr. Dobbs. Harry. Harry, Sie sind kein Gentleman. Wenn ich ein Gentleman wäre, würden wir nicht miteinander reden. Erlauben Sie? Behalten Sie das ruhig. Das sind bestimmt nicht die letzten, die wir bestellen. Ja. Ein Toast ausschlagen bringt Unglück. Vielleicht kann Ihr Buch mich aufklären. Angenommen, ich finde eine Frau nett. Liegt das jetzt an Ihrem strahlenden Lächeln oder am Kitzel der Situation? Haben Sie einen Menschen, den Sie lieben, Mr. Dobbs? Harry. Und dieser Mensch, denken Sie, der liebt Sie auch? Sie ist so
temperamentvoll. Wir wissen irgendwie beide nicht mehr weiter. Wir sind am Ende, wenn Sie so wollen. Aber wenn ich so drüber nachdenke, fangen die schweren Zeiten schon an zu verblassen. Sie warten auf ein Zeichen. Was? Ja, derjenige, der einen anderen liebt, der wartet immer auf ein Zeichen. Wer sagt das? Das steht hier drin. Ich habe nur vor einem gewissen Haus auf einen gewissen Kerl gewartet. Vor zwei Häusern. Dann müssen Sie jemand anders lieben. Ach ja? Und wen? Tut mir leid, das müssen Sie mir genauer erklären. Bitte. Bitte. Bitte, bitte, bitte. Bitte. Die meisten Menschen erwarten so unendlich viel von der Liebe, dass sie beim kleinsten Streit von Ängsten und Sehnsüchten regelrecht stranguliert werden. Stranguliert? Ja, und dann wird alles, was passiert, zum Gegenstand ihrer Eifersucht. Sie fühlen sich bedroht. Ich aber nicht. Weil sie sich raushalten und sich einreden, dass sie das alles nicht berührt, nicht wahr? Was berührt mich nicht? Die Liebe, die Gefühle, die in ihnen stecken. Aber sie stehen nicht hinter ihnen und das frisst an ihnen und macht ihnen Schuldgefühle. Nein, sie ist schuld. Sie können sich selbst nicht leiden. Naja. Und sie bestrafen sich mit Selbstverachtung. Sie zeigen ihrem Partner, wie unglücklich sie sind. Sie stellen alles an sich in Frage. Sie ändern ihre Gewohnheiten, ihren Haarschnitt, ihre Kleidung und warten auf ein Zeichen. Das ist der Beweis, dass sie lieben. Was? Wer liebt, der wartet. Sehe ich Sie wieder? Nein, Mr. Dobbs. Ich fürchte, von jetzt an sehen Sie nur noch Ihre Schulter, wenn Sie sich umdrehen. Nein, Sie wissen schon, was ich meine. Ganz als wäre ich ein Gentleman. Essen gehen, Kino. Nein, leider, das wird nicht gehen. Wieso? Haben Sie einen Freund oder sowas? Ja. Oh. Ich habe diese Detektei, für die ich arbeite. Ach, Detektei, vergessen Sie es. Ich würde an Ihrer Stelle meine eigene Detektei aufmachen. Wie Sie? Ja, ganz recht. Mhm. Ich kriege Ihren Namen schon raus. Oh, wirklich? Mhm. Ehrlich, da bin ich mir gar nicht so sicher. Sie können es mir natürlich einfacher machen. Stella. Nicht schlecht für den Anfang. Und wie geht's weiter? Doch nicht Smith. Sie wollen es ja gar nicht wissen. Wer hat das gesagt? Moment noch. Was meinen Sie, warum dieser Typ zwei Frauen hat? Das haben die Gamisten so an sich. Wer hat Sie beauftragt, mir zu folgen? Wie schätzen Sie ihn ein? Liebt er beide gleich stark? Ist das wichtig? Ich finde schon, dass das wichtig ist. Ich meine, für ihn... Hören Sie doch auf mit dem Quatsch. Ich weiß, es ist mir stolen, nicht? Glauben Sie mir, es ist nicht wichtig. Mr. Dobbs. Harry. Ich bin so froh, dass Sie hier sind. Möchten Sie etwas trinken? Nein. Einen Cognac vielleicht? Ja. Bitte, gehen Sie ruhig schon rein. Ich komme gleich. Jetzt bin ich gespannt, was Sie mir erzählen. Also, von Anfang an. Von Anfang an? Naja, der Hinflug war ein bisschen stürmisch. Das tut mir so leid. Sie müssen sehr erschöpft sein. Bitte, erzählen Sie. Fangen wir doch an mit dem, was Sie wissen. Das wäre viel leichter. Ich fürchte, meine Geschichte ist sehr kompliziert, Harry. Darf ich Sie Harry nennen? Sie glauben, dass ich Rick liebe, nicht wahr? Und dass ich nur deswegen in dieser Stadt bin. Und er glaubt das auch. Um in der Nähe zu sein, wenn meine Stunde schlägt, wenn ich meine Chance kriege. Ich könnte ihn nie wieder lieben, nie wieder. Vor allem, wenn... das, was Sie am Telefon gesagt haben, wahr ist.
Was Wahrheit ist, weiß ich nicht mehr. Aber es sind die Tatsachen. Zwei Frauen. Mein Gott. Oh, entschuldigen Sie. Miss Dolan, lassen Sie ihn doch einfach gehen. Versuchen Sie, den Typen zu vergessen. Diese Eifersucht, die macht Sie fertig. Ich weiß, Sie fühlen sich stranguliert. Sie können sich nicht mehr leiden. Und Ihre Haare, die schneiden Sie vielleicht ab. Mir gefallen Ihre Haare so, wie sie sind. Er ist gefährlich und grausam. Er überfällt Menschen, er beraubt sie und schlägt sie zusammen. Und vielleicht ist er sogar ein Mörder. Haben Sie sicher einen ausgesucht. Ich bin so froh, dass Sie da sind. Mein Gott, das ist er. Gereinigt. Danke. Sekunde. Bye. Danke, Sir. Mal sehen, ob ich ein Zimmer hier im Hotel kriege, wenn es geht auf dieser Etage. Ja, bitte tun Sie das. Wenn Sie in der Nähe sind, weiß ich, dass nichts mir etwas anhaben kann. Ja. Ja. Verriegeln Sie die Tür und niemand reinlassen. Ja. Ich gehe runter und frage. Ja. Dieser Schrank hier, das ist Ihre Bar, Mr. Dobbs. Unser Zimmerservice steht Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung. Auf dem Dach haben wir ein 25-Meter-Becken. Oh. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Kein Golfplatz? Wir hätten auch eine Suite mit einem Green zum Einlochen. Ah. Vielen Dank, Sir. Er hat eine Suite auf derselben Etage. Der Tag hat 24 Stunden, Meister. Nutze sie. Raus. Ich nehme an, jetzt bin ich für Sie ein Versager. Stimmt's, Corinne? Was willst du hören? Dass hier keiner rausfliegt? Da täuschst du dich, dass wir uns richtig verstehen. Aber ich habe keinen Fehler gemacht. Habe ich was von einem Fehler gesagt? Aber die Klientin war nicht zufrieden. Also fliegst du raus. Kapiert? Basta. Ja, aber das ist ungerecht. Sie hätten mich hier in Schutz nehmen sollen. Stella. Ich habe mich von vornherein gefragt, was du hier verloren hast. Du kommst rein und sagst, dass du für uns arbeiten willst. Als hätte ich eine Kneipe hier. Und den ersten Auftrag vermasselst du. Ich bin eine große Enttäuschung. Sagen Sie es doch. Du hast was auf dem Kasten. Du siehst gut aus. Du bist was Besseres. Ich muss den Dreck hier machen, weil nach mir kein Hahn kräht. Du nicht. Warum willst du hinter zwielichtigen Gestalten herrennen und in kaputten Beziehungen rumwühlen? Dazu muss man schon etwas abartig sein, und das bist du nicht. Nicht abartig genug, um dir die Kerle vom Hals zu halten. Übrigens ist dein Typ wieder aus der Versenkung aufgetaucht. Was soll das? Ich weiß, du hast Liebeskummer und musst dein Leben in Ordnung bringen. Aber diese Arbeit ist kein Allheilmittel. Okay, sie wollen mich loswerden, Corinne. Ach, Stella, ich versuche doch nur, dir zu helfen. Eine wie du muss ich ausführen lassen von dem Kerl, nicht ihn nachschnüffeln. Lassen Sie doch die Männer in meinem Leben ruhig meine Sorge sein, okay? Ja, und ich führe meinen Laden so, wie ich ihn führen muss. Also, bin ich jetzt gefeuert? Das ist ja fantastisch. Einfach irre. Genau, was ich brauche. Genau, was ich jetzt brauche. Was ich jetzt brauche. Miss Dolan?
Ich bin's, Harry. Aufmachen im Namen des Gesetzes. Miss Dolan. Miss Phillips? Hallo? Doris? Stella. Wer? Stella. Na, was wollen Sie denn jetzt noch? Sie haben mich abserviert, ich weiß, aber... Also, was wollen Sie denn? Na ja, eigentlich wollte ich nur fragen, ob Sie zufällig die Nummer von Harry haben. Kennen Sie meinen Mann schon lange, Mr. Wyman? Nein, eigentlich nicht, aber lang genug. Also, was lässt mein Mann durch Sie ausrichten? Haben Sie den Namen James McGraw schon mal gehört, oder nicht? Nein, kommt mir nicht bekannt vor. Wieso? Das ist jemand, der Ihrem Mann sehr nahe steht. Und? Und, naja, die beiden sind gerade zusammen. Ich habe Ihnen ja schon gesagt, dass ich von Freddys geschäftlichen Aktivitäten nicht sehr viel weiß. Ist irgendetwas passiert, Mr. Wyman? Ich habe das Gefühl, dass irgendetwas passiert ist. Freddy, ist doch nichts passiert, oder? Nein, natürlich nicht. Naja, er ist ein bisschen im Druck, aber er braucht das. Sie sind aber ganz schön nervös. Ich merke es, da ist doch was. Ich muss mich entschuldigen, wenn ich Sie beunruhige, Mrs. King. Um ganz ehrlich zu sein, es ist etwas passiert. Freddy? Ist Freddy was passiert? Nein, einer Freundin von mir, einer Bekannten von Fred. Ich verstehe nicht. Ihr Name ist Miss Dolan. Und Ihr Mann? Ja? Naja, er weiß, dass ich Sie kenne. Und ich dachte mir, womöglich hat er etwas über Sie zu Ihnen gesagt. Ich habe Sie schon lange nicht mehr gesehen. Sie verwirren mich, Mr. Wyman. Das tut mir aufrichtig leid. Ich sehe, Sie wissen nichts über Miss Dolan oder Mr. McGraw. Ich mache mir immer zu viele Sorgen. Oh, das heißt, wenn der Teufel die Geduld verliert, kommen die Sorgen. Ja, sehr gut. Mrs. King, Ich wäre Ihnen wirklich sehr dankbar, wenn Sie Fred nichts erzählen würden von meinem Besuch. Oh, ich denke noch, ich nein, bin total übergeschnappt. Das wird er verstehen. Sie sind Freunde. Sie wissen ja, Freunde in der Not sind in der Regel nicht beliebt. Tut mir leid, ich habe Sie belästigt. Oh, nein, gar nicht. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ich habe Durst. Und Sie? Der Hotelpage sagt, sie ist immer noch nicht zurück. Aber Ihre Sachen sind doch noch da, oder? Ja. Also wissen wir, dass sie nicht für immer weg ist, wenn sie freiwillig gegangen ist. Richtig. Wir? Ja, Sie und ich. Erste Person Plural. Ah, würden Sie sich das nicht ein? Harry, dieser Fall ist zu kompliziert. Sie brauchen einen Partner. Sie wollen mein Partner sein. Okay, Harry. Schön, wie Sie wollen. Sie sind der Boss. Ich will Ihnen ja nur helfen, das Ding zu lösen. Warum? Weil der Fall brennend interessant ist. Die große Feuerwehr. Ja, wenn ich an die Spritze ran darf. Aha. An wessen Spritze? Aber wenn Sie meinen, dass Sie auf weibliche Intuition verzichten können. Wir kommen uns näher.
Ich hätte aus dieser Mrs. King viel mehr herausgeholt als Sie. Viel mehr. Ich weiß, was ich wissen muss. Nichts wissen Sie. Ich habe erreicht, was ich wollte. Oh, und was? Ich wollte nicht wehtun. Es ist manchmal wichtig, jemandem weh zu tun. Aber sie liebt das Schwein. Hat sie das gesagt? Das war nicht nötig. Der große Liebesexperte. Nein, Sie sind die Expertin. Sie haben mich durcheinander gebracht, Stella. Ich weiß nicht warum, aber es ist so. Waren Sie mal verheiratet, Stella? Ich auch nicht. Ich würde Gott auf Knien danken, wenn ich verheiratet wäre. Oder verfluchen. Wollen Sie Kinder, Stella? Kinder. Ja, kleine Menschen, die so ähnlich aussehen wie Sie. Ich weiß, was Kinder sind. Ja, ich will Kinder haben, aber noch nicht jetzt. Das hatte ich auch nicht gesagt. Natürlich nicht jetzt. Ihr Typ, was ist das für ein... Rufen Sie jetzt die Polizei oder ich? Sie sind dickfällig. Ihre Kundin ist verschwunden. Gekidnappt vielleicht von einem eiskalten Verbrecher, einem Sexomanen. Wenn Sie wollen, dann können Sie hier weiter rumsitzen und mit mir flirten. Oder wir helfen einander, das Leben eines Menschen zu retten. Sie wollen sein Skalp. Einer von uns beiden fliegt morgen nach Carolina. Ja, ich. Gut, einverstanden. Ich werde dann Mrs. King und das Hotel überwachen und ein paar Erkundigungen einholen. Nein. Nein? Okay, dann fliege ich eben nach Carolina. Die Nummer von dem Motel haben Sie ja noch. Nein. Harry, verdammt nochmal! Hören Sie, der Kerl ist unberechenbar. Außerdem hat Mrs. McGraw eine Affäre mit einem jungen Ranch-Arbeiter. Wirklich? Wenn es brenzlig wird, dann schaffen Sie das nicht allein. Harry, wenn Sie mal was am Kopf hatten, dann muss das jetzt ein Rückfall sein. Ich fliege mit der 10-Uhr-Maschine. Hier ist die Nummer und ich höre meinen Anrufbeantworter ab. Stella, hören Sie. Sie sind... Gute Nacht, Harry. Moment, was war das? Eine Zugabe zur Ohrfeige. Die war aber auch nicht übel. Stella? Was? Komm mit ins Hotel. Ja? Nein, nein. Wieso nicht? Ich rufe sie an. Harry, lassen Sie mich in Ruhe. Stella, da passiert doch was zwischen uns. Ja, es kitzelt Sie und darauf fahren Sie ab, wie Sie sagen. Wer hat das gesagt? Sie haben das gesagt. Wer? Ja, Sie haben gesagt, dass wenn Sie jemanden nett finden, muss das an seinem Lächeln liegen oder an der kitzeligen Situation. Oh, aber ich bin ein guter Schüler. Und da ist ja auch dieses zauberhafte Lächeln. Und dich kitzelt die Situation doch auch. Bitte. Bitte. Und Sie müssen morgen früh aufstehen. Und ich muss packen. Und dann muss ich los. Und. Okay. Hey, Harry. Ja? Gute Nacht. Ruf mich an. Warum rufst du mich nicht an? Habe ich dich aufgeweckt?
weißt, warum ich anrufe. Nein, warum denn? Du weißt schon. Oh, ich muss jetzt weiter schlafen, Harry. Stella. Ja? Lass mich bitte zu dir, okay? Ach, Harry, das hat doch keinen Sinn. Ich muss schlafen, ja? Ehrlich. Stella. Ja? Sei bitte vorsichtig mit McGraw, ja? Ja, mach ich. Gute Nacht, Stella. Hey, Harry. Ja? Ich bin froh, dass wir Partner sind. Ja, bin ich auch. Gute Nacht, Stella. Okay. Gute Nacht. Und wenn ich dir sagen würde, dass ich dich liebe, Stella? Was wäre dann, Stella? Ich brauche ein Zeichen, Harry. Hi. Stella? Wie geht es dir? Marty? Ja. Wieso rufst du mich an, Marty? Hast du was dagegen? Wenn ich mich recht erinnere, hast du klargestellt, du wolltest nichts mehr von mir wissen. Tja, vielleicht ist das jetzt nicht mehr ganz so klar. Hast du einen anderen? Oh, ja, vielleicht. Hast du was dagegen? Das ist gut. Gut, 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 gut. Stella, alles Gute. War nett mit dir, wirklich. Marty, du bist ein Arschloch. Ja, ja. Ich soll Ihnen etwas ausrichten, mein Junge. Raus. Raus. Wir werden unsere Unterhaltung fortsetzen, mein Freund. Das Telefon ist da drüben. Danke. Sie sind auf der Crooked River Ranch, Northwest Prairie Road. Danke. Hey, Earl. Ja. Es geht um die Lieferung. Mhm. Aha. Ja. Ich hab Durst. Danke für das Wasser, Mrs. McGraw. Gern geschehen, Art. Was geht hier vor? Jim, du tust mir weh. Meinst du vielleicht, ich bin blind?
Da läuft also was, wenn ich nicht hier bin. Und das ist meistens der Fall. Was hast du mir zu sagen, Kleines? Nichts. Ich hab dir nichts zu sagen. Meinst du, es ist leicht für mich, so viel allein zu sein? Ich versuche nur, mein Brot zu verdienen. Und ich soll hier alt und grau werden, wie? Mir war von vornherein klar, dass ich noch eine Ranch hab, Ellen. Darüber brauchen wir nicht zu reden. Natürlich nicht, wir reden ja nie. Du, weiß Missy, dass du... Hey, Sie, wären Sie dann soweit, ja? Ja, ich wollte gerade auflegen. Gut, dann tun Sie's bitte. Ja, Herman, ich schicke Ihnen die Lieferung heute Nachmittag. Okay, bye. Okay, alles klar, bye bye. Danke für den Kaffee, Ma'am. Meine Schlüssel. Sie haben gelauscht. Das hier geht Sie nichts an. Wieso nicht? Sie weinen. Und wir sind Frauen. Das gibt Ihnen nicht das Recht. Wyman will Sie sprechen. Danke, Carla. Danke. Ich hoffe, ich störe Sie nicht, Mrs. King. Das Unkraut muss hier raus. Oh ja, das ist wichtig. Im Garten und im Leben. Sind Sie nur deshalb hier, um mit mir über Unkraut zu reden? Nein, nicht direkt. Und wieso dann? Wir sehen uns zum zweiten Mal, Mr. Wyman. Und zum zweiten Mal frage ich mich, was Sie wirklich von mir wollen. Ich wollte Ihnen zur Seite stehen. Ich weiß, was es heißt, wenn der Mensch, den man liebt, nicht da ist. Sind Sie gekommen, um in meinem Herzen Zweifel an meinem Mann zu sehen? Sie sagen, Sie wären ein Freund meines Mannes. Vielleicht sind Sie ein Feind. Ich bin niemandes Feind, Mrs. King. Der Mensch braucht einen Halt, Mr. Wyman. Und die Liebe ist mein Halt. Die Liebe zu meinem Mann und meiner Familie. Also haben Sie ein Herz und gehen Sie. Wer liebt, wartet auf ein Zeichen. Was wollen Sie damit andeuten? Sie wollen mir wehtun, nicht? Sind Sie der Teufel? Der Teufel? Ich liebe meinen Mann und er liebt mich. Wir halten inständig und unbeirrt an unserer Liebe fest und lassen Sie mich anfechten. Mrs. King! Sie sind der Mrs. Teufel! Mrs. King, Sie täuschen sich! Einmal Käsecracker und Erdnussbutter und das wechselt. Hey, Kerl. Das Übliche. Ich bezahle, was ich hab anschreiben lassen. Ich muss mal telefonieren. Ich trinke das Gleiche wie er. Ja, Ma'am. Kleines, ich bin's. Ja, ich komme nach Hause. Ich liebe dich so. Ich liebe dich, bei. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Und im Auffüllen, Kerl. Alles klar. Die Welt ist klein, ne? So ist es. Ihre Frau ist so nett. Ich durfte ihr Telefon benutzen. Es ist mein Telefon. Ja, aber ob Sie auch so nett sind, weiß ich nicht. Manche Leute finden mich sehr nett. Und die anderen? Tja, die kennen mich dann eben noch nicht. Sehen Sie, ein Mann muss vor allem zu sich stehen. Hm. Ah,
Die meisten Menschen gehen durchs Leben wie die Schlafwandler und haben keine Ahnung, was in ihnen steckt. Tja, ich weiß, was in mir steckt. Und dazu stehe ich. Wieso auch nicht? Wieso nicht vorwärts gehen? Wieso nicht einfach geradeaus gehen? Wohin es auch führt. Ohne Rücksicht auf Verluste. Tja, man muss was riskieren. Oben im Baum hängen die süßen Früchte. Sie sind ganz schön neugierig, Kleines. Ein Mann, der sein Leben so auskostet wie Sie, macht mich neugierig. Hm? Dabei kennen Sie erst die Hälfte. Nein, ich kenne beide Hälften. Wie heißen Sie? Stella Winkowski. Und Sie? James McGraw. James McGraw. Passt zu Ihnen. Der Name eines King. Wie war das? Ein King. King, König, wie die Hauptfigur im Schachspiel, wissen Sie? McGraw, kommen Sie raus, ich will Sie sprechen. Ich bleib hier sitzen und stehe erst wieder auf, um dich auf die Straße zu setzen. Das passt mir gut, weil ich jetzt auf die Ranch zurückfahre und Ellen und Missy abhole. Und Sie können nichts dagegen tun. Art, wir wollen keinen Ärger hier, ist das klar? Ich muss kurz den Boden mit dieser Witzfigur wischen und dann will ich ein paar Antworten von Ihnen. Ach ja, ob Sie dazu noch imstande sind, wird sich zeigen. Passen Sie bitte auf den Hut auf, ja? Ja, jetzt sind uns auch. Wo bleibt denn euch der Haken? Nochmal. Ja, schon mal fest, dass ich das war. Das ist so gut für Sie. Sie lassen Sie ja nur allein. Sie wollen ihr Leben zerstören, sonst nichts. Ich hab sie nicht zerstört. Warum behandeln Sie sie so, wenn Sie sie lieben? Ha? Ich hab sie gut behandelt. Hey. Mr. Olin. Harry. Wer? Sie haben mich angelogen, Harry. Rick ist nicht verheiratet, stimmt's? Sag ihm, dass es stimmt. Wer ist der Kerl? Und wer ist der Kerl? Das ist nur ein Bekannter, mein Liebling. Jemand, dem ich hoffte, vertrauen zu können. Steig ein. Harley, mir gefällt dieser Bekannte nicht. Ich verstehe. Hey, die Lady braucht sie nicht mehr. Gut. Sind Sie verletzt? Haut ab, verschwindet. Sie und Ihre Tochter zu Ihren nächsten Angehörigen. Wir haben eine Minute Vorsprung. Ich bin fertig. Wo gehen wir denn hin, Mom? Wir fahren zum Flugplatz, mein Schatz. Wieso? Wir werden deine Oma eine Weile lang besuchen. Und
Und was ist mit Daddy? Ist er wieder fortgegangen? Ja, er ist fort. Komm, schlaf wieder ein. Okay, Boss, wir sehen uns morgen. Kommen Sie früh, Harley. Es ist doch schon früh. Ich warte so auf dich. Freut mich, dass du wartest, Baby. Und wenn du nicht warten würdest, ich käme trotzdem. Wie sehe ich aus? Du siehst... Hörst du das? Nein, nur das Klopfen meines Herzens. Gut, dann lass es weiterklopfen, Baby. Ich komm gleich wieder. Harley! Harley! Rick? Mr. Drops. Harry. Wo ist... Sie wissen schon. Hängt irgendwo rum. Ziehen Sie sich bitte an. Wie bitte? Diese Hure. Dieses... Miststück. Bitte, Harry, versuchen Sie doch zu verstehen. Ich fühle mich verängstigt und verwaist, nackt und preisgegeben. Ich musste mir über Rick klar werden und rausfinden, ob er der Richtige ist. Das verstehen Sie doch, Harry. Ja. Vielleicht haben wir eine Chance, Harry. Sie und ich. Wie? Wir würden schwindelerregend glücklich sein, ein Leben lang. Oder würden wir uns zerstören? Schwindelerregend. Miss Dolan, der Zug wartet nicht. Harry, bitte, die Wahrheit. Haben Sie mich nicht ein bisschen gern? Miss Dolan, das wäre ja schöner als sechs Richtige in der Lotterie, aber ich bin schon verliebt in jemanden. Bitte einsteigen.
Auf Wiedersehen, Miss Dolan. Gwendolyn. Ihre Fahrkarte und die Unterlagen, Miss Dolan. Einsteigen bitte. Auf Wiedersehen, Harry. Entschuldigen Sie bitte. Verzeihung, wohin fahren Sie? Dieses Leben. Kennst du mich noch? Nein. Marty, was hast du hier zu suchen? Das weißt du doch, Stella. Lass mich rein. Nein, das weiß ich nicht. Verschwinde. Du sollst verschwinden. Marty. Ich habe in der letzten Zeit zu viel gearbeitet. Ja? Ja? Ich versuche zu schreiben, kreativ zu sein und nicht nachzudenken über dich. Geh nach Hause, Marty. Na los. Nein. Oh, nein. Komm her. Komm mir nicht so, bitte. Aber ich kann nicht vergessen, was zwischen uns war. Und ich will es wieder. Moment, Moment. Oh, das ist ja Wahnsinn. Ein weiblicher Rambo, was? Marty? Ja? Du verpisst dich jetzt und zwar sofort, okay? Wenn ich jetzt sagen würde, ich liebe dich, was dann? Ich warte auf ein Zeichen, Harry. Aber nach einem anderen Zeichen als das eben. Nach sowas wie Zärtlichkeit. Und Ernsthaftigkeit. Du willst ein Zeichen? Dann gib mir eine Zeichenstunde. Wie hast du rausgefunden, wo ich wohne? Ich hab's dir doch gesagt. Alles, was ich tue, tue ich richtig. Und was tust du gerade? Naja, ich hatte einen Auftrag und bin dem falschen Kerl hinterhergerannt. Aber die klasse Frau, für die ich es getan habe, war ja auch nicht schlauer. Dann habe ich sie an den Zug gebracht. Sie hat mich geküsst und das tat gut. Aber nicht so gut wie deine Küsse. Und dann habe ich gesehen, wie du diesen Kerl geküsst hast. Und das hat verdammt wehgetan. Bis mir klar wurde, dass du nur deinen Fall gelöst hast. Gut. So, und was kommt jetzt? Na, was?
Genau. Glaubst du, dass das gut geht? Oh, ich weiß es nicht, Harry. Da gibt's wohl nur einen Weg, das rauszukriegen. Aching for you, baby. I can't pretend I'm not. I need to see you naked in your body and your thought. I got you like a habit, and I'll never get enough. There ain't no cure. There ain't no cure for love. I even heard the angels declare it from above. Thank you. Searching for a heart, searching everyone. They say love conquers all. You can't start it like a car. You can't stop it with a gun. Darkness in the morning, shadows on the land. Certain individuals sticking to the plane, and I'm searching for a heart. Yeah, I'm searching everyone. They say love conquers all. You can't start it like a car. You can't stop it with a gun. I'm leaving in the evening. I'm traveling at night. Staying. Searching for a heart. I'm searching everyone. They say love conquers all. You can't start it like a car. You can't stop it with a gun. Searching for a heart, searching everywhere.